Hallo zusammen, dies ist die Übersetzung einer persönlichen Story von Moon. Los geht's. Hey, Moon hier. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit mehr hinter den Kulissen tätig war, aber heute wollte ich eine persönliche Geschichte mit dir teilen. Nicht, um dir das Gefühl zu geben, dass du mir glauben sollst oder so, sondern um dich wissen zu lassen, wie ich dazu gekommen bin, mich mit diesem verrückten, unsinnigen Mist zu beschäftigen. Diese Erzählung befasst sich mit der Hinterfragung von Religion und sehr alternativen Ideen. Wenn du also denkst, dass diese Art von Informationen schädlich für deine Psyche oder deine religiösen Ansichten sind, dann höre jetzt auf zu schauen. Ich erzähle nur meine Erfahrung. Als Kind habe ich immer Fragen gestellt. Meine Mutter war eine Zeugin Jehovas und die Familie, in die sie hineinheiratete, war methodistisch. Die Mutter meiner Mutter war Mitglied der christlichen Pfingstbewegung und obwohl sie eine zutiefst freundliche und fürsorgliche Frau ist, konnte sie manchmal ziemlich anstrengend sein. Ich ging samstags in die Kirche, in die Kingdom Hall. Es war sehr ernst, aber alle waren immer sehr höflich und respektvoll. Wir besuchten jedes Jahr die Gedenkfeier. Am Sonntag ging ich mit meiner Großmutter und meinem Großvater in die methodistische Kirche. Sie waren allgemein ziemlich fröhlich, aber sie konnten auch ernst werden. Mein Sonntagsschullehrer sagte meiner Klasse sogar, wenn wir nicht für alle unsere Freunde und Verwandten beten würden, würde ihnen etwas Schlimmes zustoßen. Anstatt Ostereier zu suchen, mussten wir am Ostersonntag bei Kerzenlicht Kreuze aus Nägeln und Draht basteln, während uns das blutige Opfer von Jesus Christus in allen Einzelheiten erklärt wurde. Mittwochs kamen die Zeugen zu uns zum Unterricht. Ich hatte ein Lehrheft, in dem ich die Fragen beantworten musste, wie eine zusätzliche Schulaufgabe. Sie sprachen darüber, dass Jehova nur 144.000 Jungfrauen retten würde, um im Himmelreich zu herrschen. Wohl wissend, dass es nicht sie sein würden, Mütter und Väter, die diese Informationen lehrten. Sie begrüßten den Tag des jüngsten Gerichts und zeigten mir und meinen Geschwistern viele Bilder von Feuer, das von einem orangefarbenen Himmel herabregnete, von Menschen, die von ihren Lieben weggeschwemmt wurden, von toten Menschen auf dem Boden, von weinenden Babys, von sich quälenden Tieren, wirklich schreckliche Bilder. Und wenn ich meine Großmutter außerhalb meines Heimatstaates besuchte, nahm sie mich mit in die Pfingstkirche. Hier schrien und weinten und stöhnten sie für Gott. Der Pastor brüllte aus Leibeskräften und der Chor sang viel zu laut. Kinder wurden von ihren Eltern, die in fremden Sprachen redeten und denen der Schweiß über das Gesicht lief, gezwungen, diesen Heiligen Geist in sich aufzunehmen. Für meine Cousins und mich war das traumatisierend und wir wurden beschämt, wenn wir nicht mitspielten. Ich war immer wenig begeistert, wenn ich mich in einer Situation befand, in der jemand auf der Bühne stand und die Menschen weinten und schrien, bis ich anfing, auf Konzerte zu gehen, die im Grunde dasselbe waren wie ein normaler Sonntag in einer Megakirche des 21. Jahrhunderts, nur mit anderen Leuten auf der Bühne. All diese religiösen Erfahrungen und ich konnte Gott oder die Motive Gottes immer noch nicht verstehen. Ich fing an, Gott zu hassen, wegen all der schrecklichen Dinge, die ich in den verschiedenen Bibeln las, die ich zu studieren gezwungen war. Jesus war ein Geisterbeschwörer, der Menschen von den Toten auferstehen ließ. Jehova tötete alle Menschen auf der Erde, zumindest die meisten, denn die meisten Menschen auf der Erde waren es nicht wert, gerettet zu werden. Und um sich dafür zu qualifizieren, muss man perfekt sein und nicht sündigen. Sogar Kanaan, der Sohn Noahs, wurde für die Sünde verflucht, seinen Vater versehentlich nackt gesehen und darüber gelacht und es seinen Brüdern erzählt zu haben. Das zeigt, dass selbst die kleinsten Sünden schädlich sind und nicht vermieden werden können. Obwohl die Welt zerstört wurde, lebte die Sünde weiter. Sie war unvermeidlich. Selbst ein Unfall kann eine Sünde sein und wir erben die Sünde unserer Eltern. Gott hasst diejenigen, die sündigen, ja? Also hasst er im Grunde jeden? Dennoch hatte Moses einen Schlangenstab, mit dem er die Meere teilen und Wasser in Blut verwandeln konnte. König Salomon hatte einen magischen Ring, mit dem er Dämonen kontrollieren konnte, was ich in diesem jungen Alter noch nicht verstand. In der Bibel stand, du sollst nicht töten. Aber die Menschen in der Bibel töteten ständig. Tiere wurden geopfert, Menschen wurden im Namen Gottes getötet. Das ergab keinen Sinn. Dämonen und Engel waren eine ganz andere Frage. Wenn es Dämonen und Engel gab und sie unsterblich waren, wo sind sie dann heute? Als ich noch sehr klein war, erzählte mir meine Mutter, dass Aliens Dämonen seien. Und meine Großmutter sagte mir, dass Dämonen von bösen Dingen wie Harry Potter Büchern, Anime-Serien und engen Blue Jeans kämen.
Sie sagte, dass die Dämonen immer noch auf der Erde wandelten. Und sie erzählte mir gute Nachtgeschichten über den Antichristen und Offenbarungen, um meinen jungen, beeinflussbaren Geist Angst einzujagen. Alles mit den besten Absichten in ihren Augen. Ich bin mir sicher, dass sie sich ähnlich gefühlt hat wie ich jetzt, wenn ich versuche, den Leuten diese Dinge zu erzählen, die einfach nur verrückt klingen. Lustig, wie sich das Blatt gewendet hat. Der Unterschied ist, dass du kein kleines Kind mehr bist und selbst entscheiden kannst, was du glaubst. Und ich sage diese Dinge nicht, um Angst zu schüren. Ich hatte Angst um mich selbst, um meine Seele, um mein Seelenheil. Ich hatte Albträume von der Offenbarung und lag nachts oft wach und betete für jeden, den ich kannte, und um Vergebung für meine absichtlichen und unabsichtlichen Sünden. Ich wurde von 3 verschiedenen Glaubenssystemen völlig kontrolliert und war noch verwirrter, als ich erfuhr, dass es noch mehr Religionen gab. Schließlich ging ich in die Schule und lernte dort über den Weltraum und die Planeten. Die Welt war nicht mehr der dreischichtige Kuchen aus Himmel, Erde und Hölle, von dem mir erzählt worden war. Stell dir meine Erleichterung vor, als mein Naturwissenschaftslehrer in der 7. Klasse erklärte, dass es Gott nicht gibt. Die Welt war eine Kugel aus geschmolzenem Magma und die Schwerkraft hielt das Wasser an der Kugel fest. Verstanden. Außerdem gab es andere Kugeln, die im Weltraum schwebten und in unserem Sonnensystem aus Gestein, Feuer, Gas und Wasser bestanden. Dann wurde die Bibel für mich und meine Klassenkameraden zur Mythologie, gleich neben Homer und Platon. Im Naturwissenschafts- und Geschichtsunterricht wurde uns die wahre Geschichte der Menschheit beigebracht. Videos und Animationen von Dinosauriern, die auf der Erde umherstreiften. Dann kam ein Komet aus dem Weltall und zerstörte sie alle. Dann beginnt zufällig das Leben wieder und diesmal sind Affen die klügsten Tiere auf dem Planeten. Nur einige von ihnen werden zufällig klüger. Manche glauben, dass sie anfingen, Zauberpilze zu essen. Und bäm, diese zufälligen Affen hörten auf Bäume zu klettern und fingen an, auf 2 Beinen zu laufen. Und dann taten ihre Nachkommen dasselbe und sie züchteten einfach ihre eigene separate Kolonie intelligenter Affen, bis sie schließlich Häuser bauten und Werkzeuge herstellten. Ihre Körper verlieren die überflüssigen Haare, ihre Gesichter verändern ihre Form vollständig und sie begannen, sumerisch zu sprechen. Dann wurde mir die Idee, dass Außerirdische in unsere Schöpfung eingegriffen haben, durch die Earth Chronicles und dann durch die Sendung Ancient Aliens vorgestellt. Das Konzept hat mich wirklich interessiert, da ich diese Außerirdischen immer sehr gefürchtet hatte. Und diese Erklärung ließ die Außerirdischen und unsere Schöpfung als zusammengehörig erscheinen, was beide Themen irgendwie weniger beängstigend machte. Ich bin nur ein etwas klügerer Affe. Kein Gott mit einem langen weißen Bart beobachtet mich auf Schritt und Tritt, trotz des allgegenwärtigen Gefühls, beobachtet zu werden. Aber warte mal, die Welt würde immer noch in einer Armageddon-Situation untergehen? Ja, genau wie bei den Dinosauriern und den Kreaturen der Eiszeit? Die Eisberge schmelzen, die Sonne wird viel zu heiß werden, bevor sie schließlich kalt wird. Es sei denn, wir sprengen uns gegenseitig in die Luft oder sterben alle in einem Rassenkrieg. Das heißt, wenn unser Planet, der in einem leeren, tödlichen Vakuum namens Weltraum schwebt, nicht vorher von einem Eisbrocken zerstört wird. Sofort setzt wieder die Angst ein. Und dazu ist sie ja da, genau wie die Religionen. Diesmal konnte ich diese Angst jedoch überwinden, indem ich mich bemühte, die Themen zu lernen und sie zu verstehen. Schließlich gab es keinen Sündenfaktor, der mich unbedeutend machte. Denn in den Augen der Wissenschaft ist jeder unbedeutend. Also sah ich mir alle Weltraum- und Geschichtssendungen an. Jede einzelne. Und ich hatte immer noch keine wirklichen Antworten gefunden. Ich habe Carl Sagans Contact und Pale Blue Dot gelesen und fand sie niederschmetternd und habe mich einfach damit abgefunden. Oh ja, wir sind alle so klein und unbedeutend. Nur die größten Männer können die Komplexität dessen begreifen, was wir Leben nennen. Obwohl wir alle eins haben. Aber wir müssen ihnen um unser Zukunftswillen vertrauen. Als ich Sitchins Erdchroniken las, hatte ich endlich das Gefühl, Antworten auf Dinge wie die europäischen Megalithen und Pyramiden und die UFO-Sichtungen wie Roswell und Betty und Barney Hill zu bekommen. Ich las die Serie Ender's Game und fing an, Star Wars zu sehen, kaufte Bücher über Außerirdische und schmückte mein Zimmer mit Postern von Sternen und Planeten. Es war beschlossene Sache. Ich gehörte zur Kirche der Wissenschaft. Mein Großvater war mehr Vater für mich als für seinen Sohn, denn er hatte ein Suchtproblem, das ihn als Elternteil untauglich machte und er ging im Gefängnis und in der Reha ein und aus.
Mein Opa tat also sein Bestes, um mir gute christliche Ideale einzutrichtern, aber ich rebellierte oft. Ich mochte Jungs, Anime und Rockmusik und abgesehen davon, dass Gott böse Dinge getan hatte, hatte ich über die sogenannten Heiligen Kriege gelesen, was ich mit meiner regelmäßigen Dosis »Wie das Universum funktioniert« und »Historische Mysterien« kombinierte. Ich falle immer noch nicht komplett darauf herein, aber ich habe beschlossen, dass die vielen Variationen der »Bibel« nicht das sind, was sie ursprünglich sein sollte, sodass man ihnen nicht vollständig vertrauen kann. Ich finde einiges davon wertvoll und ich kenne einige Christen, die wirklich zu den aufrichtigsten und fürsorglichsten Menschen gehören, die ich je kennengelernt habe. Mein Großvater war der Beste von ihnen. Er behandelte die Menschen immer mit Respekt, auch wenn er völlig anderer Meinung war als sie. Er setzte sich für Menschen ein, die als Sünder galten, weil er glaubte, dass er genauso ein Sünder war wie sie und dass jeder das Potenzial hatte, zu wachsen und sich zu bessern. Er war immer vergebend, wenn ihm Unrecht geschah. Ich sage das, weil ich das Gefühl habe, dass ich ihm bei dem einzigen wirklichen Streit, den wir je hatten, Unrecht getan habe. An einem Wochenende stellte ich ihm Fragen zu seiner Arbeit. Er war Elektroingenieur, ein Begriff, den ich zum Zeitpunkt dieser Auseinandersetzung nicht wirklich verstand. Ich wusste nur, dass er Jets und Raketen baute und mit Radar arbeitete. Ich wusste, dass er vor kurzem in der berüchtigten Area 51 gearbeitet hatte und sah dies natürlich als Gelegenheit an, einige Insider-Informationen zu erfahren. Ich sprudelte nur so vor Fragen. Ich fragte ihn, ob es dort irgendwelche außerirdischen oder außerirdische Raumschiffteile oder Raumschiffe gäbe und er sah mich an und sagte, dass es keine außerirdischen gäbe. Ich begann zu erwidern und zitierte die Bücher, die ich über Entführungen gelesen hatte und die CIA-Dokumente, die ich im Fernsehen gesehen hatte. Er schaute mich an und sagte, ich solle nicht alles glauben, was ich im Fernsehen sehe. Ich sagte, okay, vergessen wir das Fernsehen. Du glaubst doch nicht, dass es unter den Millionen und Milliarden von anderen Planeten und Sternen da draußen keine andere Intelligenz gibt? Er sagte einfach, dass es keine Millionen und Milliarden von anderen Planeten gibt. Ich war so verwirrt, dass ich ihn noch einmal fragte, was hast du gesagt? Er sagte, das ist alles, was es gibt. Ich war so hoch oben, wie man nur kommen kann. Ich würde es wissen. Ich sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an und sagte, was ist mit dem Weltraum und den Planeten und allem, was ich in der Schule gelernt habe? Ich fragte nach der NASA und den Raketen und er sagte, oh ja, das seien echte Raketen, aber sie würden nicht ins Weltall fliegen. Er sagte, sie könnten das nicht. Ich saß einen Moment lang da und fragte, wie kannst du so etwas denken? Wir sind auf dem Mond gelandet. Meine Oma war Lehrerin in der Schule. Sie hat das Gleiche gelehrt, was man heute lehrt. Er verdrehte ein wenig die Augen und sagte, ich weiß, was sie dort lehren. Sie lehren auch die Evolutionstheorie. Ich kannte seine Ansichten über die Evolution schon von klein auf, nachdem ich mich für Dinge wie Pokémon interessiert hatte, in denen Begriffe wie Evolution vorkommen. Ich habe seine Kommentare aber immer einfach ignoriert. Ich wurde wütend und sagte ihm, dass ich dachte, er sei verwirrt, fehlgeleitet. Er mit 65 Jahren und ich mit 16. Ich bin nur in einem Passagierflugzeug geflogen. Er hatte einige verrückte hochfliegende Jets gebaut, war in der Area 51 und hat mit dem Pentagon zusammengearbeitet. Jetzt ist mir klar, warum er manchmal so verschlossen war, die Tür zu seinem Büro immer abschloss und stundenlang am Telefon oder in Skype-Videochat saß. Manchmal wartete ich ungeduldig auf ihn. Ich hörte natürlich nie die Stimme eines anderen, er benutzte ein Headset. Ich weiß, dass er Lehrbücher über Bomber wie den B-1B Lancers und über elektronische Gegenmaßnahmen ICM geschrieben hat, was, wie ich gelesen habe, laut Wikipedia ein elektronisches Gerät ist, das dazu dient, Radar, Sonar und andere Erkennungssysteme wie Infrarot zu überlisten oder zu täuschen. Trotz alledem beharrte ich darauf, dass ich Recht hatte und er im Unrecht war. Schließlich war er Christ und mit dem Christentum stimmte einfach zu viel nicht, als dass ich irgendetwas von ihrer Doktrin glauben könnte. Ich beendete das Gespräch und er sagte mir, ich solle ihm ruhig noch weitere Fragen stellen, woraufhin ich nur mit den Augen rollte und meine Zeit mit einem tragbaren Videospiel verschwendete. Ich habe nie wieder danach gefragt. Er ist vor vielen Jahren gestorben und als ich die Idee der flachen Erde wieder hörte, war ich verärgert. Ich klammerte mich immer noch an den Trost, dass diese Welt ein zufälliger Unfall war und dass alles, was geschah, keine wahre Bedeutung hatte. Der Gedanke an eine von Gott geschaffene Welt war für mich und die Menschen in meinem Umfeld immer noch ein Tabu.
Ich war so resistent gegen diese Informationen, dass ich sie auf YouTube völlig ignorierte, als sie aufgrund der anderen Videos, die ich mir anschaute, auftauchte. Als die Worte meines Großvaters in meinem Kopf widerhallten, überkam mich schließlich die Neugierde und ich ging der Sache nach und grub tief. Dann dachte ich darüber nach, warum sie so etwas wie Ancient Aliens im Fernsehen zeigen würden, wenn es wirklich so konspirativ wäre. Nach der Lektüre von Büchern wie Schöne neue Welt, 1984, Die Zeitmaschine und der Beschäftigung mit verschiedenen führenden Wissenschaftlern, die sich als Okkultisten entpuppten, wurde klar, dass Medien, Wissenschaft, Religion, Politik und Akademia nur verschiedene Sekten sind, die alle um das wichtigste Gut kämpfen. Uns, unseren Verstand und vielleicht sogar unsere Seelen. Wissen ist Macht und wer das Wissen kontrolliert, kontrolliert die Macht. Teilen und erobern ist ihre große Strategie. Deshalb gibt es so viele Untersekten oder Subkulturen. Es ist, als hätten wir Menschen Angst davor, ohne eine Art von Glaubensstruktur oder etwas zu sein, dem wir unsere Anbetung widmen. Es ist, als ob wir nicht für unseren eigenen Verstand verantwortlich sein wollen und ohne eine Art Konstrukt nicht in der Lage wären, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn das der Fall ist, warum werden dann die Führer unserer vertrauenswürdigsten, guten Institutionen, Kirchen, christlichen, katholischen, Zeugen Jehovas, jüdisch und so weiter, beschuldigt, Menschen und unschuldigen Kindern zu schaden und das Übelste zu tun, was es gibt? Das Gleiche gilt für viele Menschen in unseren Lieblingsfilmen aus Hollywood. Die Politiker, die hohen Tiere, die Milliardäre, die Lobbyisten, sie alle wurden wegen schrecklicher Verbrechen gegen die unschuldigsten Seelen der Menschheit beschuldigt. Dennoch verneigen wir uns vor ihnen, kaufen ihre Bücher, wählen sie, hängen ihre Bilder an unsere Wände, sehen uns ihre widerlichen Musikvideos an und predigen ihre Kosmologie in unseren Schulen. Wenn man nicht sehen kann, dass die ganze Sache verkorkst ist, dann ist man krank und verleugnet. Und diese Leugnung setzt diesen Kreislauf von Schmerz und Elend fort, indem man diese Punkte nicht wahrhaben will. Wir reden darüber, wie wir die Menschen durch das Verbot von Hashtags schützen müssen. Aber das ist das geringste unserer Probleme. Ich glaube, der Grund, warum viele Leute sich nicht mit Verschwörungen befassen wollen, ist, dass sie Angst vor dem haben, was sie finden werden. Und dass es so viel einfacher ist, Leute als verrückt zu beschuldigen und zu versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, indem man sie diffamiert. In Wirklichkeit geht es mir wie vielen von euch. Ich bin im öffentlichen Schulsystem aufgewachsen, bin in die Kirche gegangen und habe die gleichen Sendungen im Fernsehen gesehen. Ich hatte Fragen, auf die ich nie eine Antwort fand. Einfache Fragen wie, woher kommen wir und warum sind wir hier? Ist es nicht seltsam, dass das so ein großes, kontroverses Thema ist? Es ist ein so heikles Thema, dass die Leute nicht einmal mit ihren Familienmitgliedern darüber reden können, ohne dass es zu einer Art ständigem Witz in der Familie wird. Steht das nicht im Gegensatz zu dieser ganzen unterstützt jeden, der anders oder unterdrückt ist, Bewegung? Ich schätze, dass anders niemanden einschließt, der an eine alternative Kosmologie glaubt. Sie verdienen es vielmehr, für ihre wilden und verrückten Überzeugungen unterdrückt zu werden. Es ist tabu, auch nur unvoreingenommen über eine alternative Kosmologie zu sprechen, und doch sind Geschichten wie diese in ihrer Morgen-Talkshow willkommen. Ein Mann um die 50 darf seine 7 Kinder und seine Frau verlassen und so tun, als sei er ein 6-jähriges Mädchen, sich adoptieren lassen und mit einer anderen Familie zusammenleben. Und wir sollen diese Wahnvorstellung akzeptieren. Menschen können ihr Leben so leben, dass sie vorgeben, ein Hund, ein Sexsklave oder sogar ein Baby zu sein. Wir haben Musikvideos, die Pädophilie und Mord verherrlichen, die im Fernsehen ausgestrahlt werden. Aber Gott bewahre uns davor, alternative Kosmologien zu erwähnen. Es geht nicht darum, uns zu beschützen. Denn wenn das der Fall wäre, würde man nicht solch Brutalität und ekelhafte Bilder zeigen. Wir sehen sie jeden Tag direkt vor unseren Augen. Vor unseren Augen und den Augen unserer Kinder. Und wir lassen es einfach geschehen, weil die Welt heutzutage nun einmal so ist. Nun ja, ich denke nur, du solltest es noch einmal überdenken. Ich denke, man sollte sich alles ansehen, auch wenn es die eigene Welt zerstört. Denn sieh dir diese Welt an! Flache Erde, runde Erde, hohle Erde, Toruserde, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass den Quellen, aus denen wir unsere Informationen beziehen, nicht zu trauen ist. Und die Gründe dafür liegen direkt vor unseren Augen, wenn wir uns entscheiden, sie zu sehen. Das ist alles, was man tun muss. Da gibt es nicht viel zu verstehen.
Jeden Tag rühmen wir uns, an der Spitze der Menschheitsentwicklung zu stehen. Aber wer ist wir? Denn laut Statistik bringen wir uns selbst um und sterben in einem alarmierenden Tempo an Krankheiten. Es wird immer davon geredet, wie viel besser es uns doch heute geht. Doch in isolierten Stämmen treten Krankheiten wie Krebs, Fettleibigkeit oder Sucht selten oder gar nicht auf. Sucht bedeutet auch nicht nur Drogen. Sehr viele von uns sind süchtig nach Essen, Fernsehen, sozialen Medien, Sex, Pornografie, Videospielen, Plastikspielzeug und so weiter. Wir geben diesen Dingen buchstäblich unsere Seelen. Und ich sage nicht, dass an diesen Dingen grundsätzlich etwas falsch ist. Ich habe viele, viele Stunden in der virtuellen Welt verbracht. Aber in letzter Zeit weniger, und das liegt daran, dass ich nicht mehr ignorieren kann, was auf dieser Welt alles falsch läuft. Man kann sagen, dass ich negativ bin oder das Ganze aus der falschen Perspektive betrachte. Ich sage nur, dass wer auch immer für den Mainstream-Informationsfluss verantwortlich ist, die Wahrnehmung des menschlichen Geistes manipuliert, sodass wir blind und unempfindlich gegenüber solchen Grausamkeiten werden. Wenn wir uns in einer 15-teiligen Buchreihe über Tod und Zerstörung verlieren, werden wir all den Tod und die Zerstörung um uns herum nicht mehr bemerken. Macht Sinn, oder? Es gibt so viele Menschen hier auf YouTube, die versuchen, diese beunruhigenden Fakten ans Licht zu bringen. Sagt das nicht etwas aus? Warum sollten wir unser Leben opfern und möglicherweise unseren Ruf ruinieren, nur um über irgendeinen Unsinn zu sprechen? Ich finde es toll, wie sich alle auf Kopernikus berufen und darauf, dass er so mutig war, weil er sich gegen die Aussagen der Kirche gestellt hat. Aber wenn sich das Paradigma wandelt, spotten sie und tun genau das, was die Christen von früher getan haben. Diejenigen, die sich auf den reinen Aspekt konzentrieren, dass wir das Thema flache Erde überhaupt ansprechen, verpassen wirklich die Informationen. Der Zweck der Informationen ist es, euch dazu zu bringen, die Welt um euch herum wieder in Frage zu stellen, so wie ihr es getan habt, als ihr noch ein Kind wart und das Leben noch geheimnisvoll war. Denn es hat nie aufgehört, geheimnisvoll zu sein. Die Sache ist nur die, dass dieses Mysterium eine dunkle Seite hat. Also meiden wir es und verdrängen es aus unseren Köpfen. Nun, mir reicht's. Denn wenn wir das ignorieren, ignorieren wir den Schmerz und das Leid der anderen. Keiner von uns ist frei, bis wir alle frei sind. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?